Und jetzt warten wir auf Doris Bachler. Sie schaut sich heute mit einer Fremdenführerin Plätze in Wien an, die man vielleicht als Einheimischer oder Einheimische oder vor allem als Tourist nicht kennt. Und damit wir uns da dann ein bisschen orientieren können, ist die Doris jetzt für uns in der Innenstadt unterwegs. Oh, jetzt wollte ich sagen, du bist in der Singerstraße, aber das stimmt, du bist nur in einem ganz speziellen Hof. Guten Morgen, Doris. Ich bin an einem Ort in der Singerstraße, wo die meisten wohl wahrscheinlich achtlos vorbeigehen, nämlich im Innenhof des Deutschen Ordens. Einen schönen guten Morgen hier aus dem ersten Bezirk. Und das hier ist, obwohl rundherum sonst tagsüber ein großer Trubel ist, wirklich ein sehr, sehr ruhiger Ort und ein sehr schöner Ort. Und es ist vor allem der Lieblingsort auch von Fremdenführerin Elisabeth Wolf. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Schau, wir haben uns da gemeinsam abgesprochen. Die Blumen, Sie, ich, alle in einem wunderschönen Rosa heute getränkt. Was ist das Besondere jetzt für Sie an diesem Ort? Der Ort vereint Geschichte, Schönheit, wie man hier sieht. Und es ist ein magischer Ort und ein Kontrast zu dem Trubel im ersten Bezirk. Das ist vielleicht das Besondere, dass man ganz in der Nähe ist von den Orten, wo die meisten Menschen jeden Tag herumwuseln. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, einfach einmal ein bisschen davon wegzugehen, dann ist man hier einfach in einer kompletten Oase. Meine Gäste sind immer begeistert, dass sich jemand mitten im ersten Bezirk so viel Mühe gibt mit diesen Blumen. Alles, was man hier sieht, ist alt. Das ist der Deutsche Orden, der im Mittelalter gegründet wurde mit dem Credo Helfen und Heilen. Und es haben auch schon ganz besondere Menschen hier gelebt, zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart oder auch Johannes Brahms. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt und hier ankommt und vielleicht kurz einmal hinsetzt und das tut, was ich meinen Gästen immer sage, nämlich schauen und den Kopf ein bisschen bewegen, dann hat man auch noch meiner Meinung nach einen der allerschönsten Blicke auf den Stephansdom. Das ist wirklich fantastisch, finde ich auch vor allem jetzt um diese Uhrzeit mit dem blauen Himmel wunderschön. Dieser Innenhof hat es Ihnen besonders angetan. Das sind auch die sehr beliebten Touren, die Sie immer anbieten, die vor allem Wienerinnen und Wiener sehr, sehr gerne machen, um einen neuen Blickwinkel auf Ihre Stadt kennenzulernen. Aber das ist nicht der einzige schöne Hof oder der einzige geheime Ort, den Sie kennen. Können Sie uns noch ein bisschen was verraten? Ja, ich sammle die wie Perlen. Ich bin unglaublich neugierig. Ich schaue hinter jede Tür und das möchte ich auch jedem empfehlen, besonders die Singerstraße mal rauf und runter zu gehen. Der Tipp wochentags und vormittags. Und ich sammle dann diese Innenhöfe und mache sie zu einer Perlenkette. Und so habe ich über die letzten Jahre viele Innenhöfe und vor allem auch die Geschichten dazu gesammelt. Die sind nämlich ganz besonders wichtig. Einerseits die historischen Fakten, dazu aber auch, dass man mit Menschen spricht. Zum Beispiel ist hier der Mesner aus Südtirol, der alles hier so fein säuberlichst macht mit viel, viel Liebe. Und das ist wirklich was Besonderes. Und auf meiner Tour sehen wir an Tagen unter der Woche bis zu 20 Innenhöfen. Und jeder hat eine andere Geschichte, jeder ist anders gestaltet und magisch. Und in jeden kommt man auch so als normaler Passant rein, wenn man nicht unbedingt eine Führung hat. Die meisten sind geöffnet, da kann man wirklich einfach vorbeigehen und sich das anschauen. Als Privatperson ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man freundlich ist, ich werde sehr oft gefragt, ich sage, darf ich da hineinschauen? Und normalerweise bekomme ich dann die freundliche Antwort und sage, warum, sage ich, ich sammle Innenhöfe und Stiegenhäuser und das tue ich wirklich. Und normalerweise ist man dann schon willkommen. Ich denke, man muss sich halt entsprechend benehmen können und mit Gruppen gehe ich selbstverständlich nur an Orte, wo ich auch weiß, dass ich gern gesehen bin. Das, was Sie mir vorhin auch schon verraten haben, an diesem Ort, an dem wir jetzt hier stehen, waren Sie auch schon einmal mit einem Hollywood-Star. Sie führen auch Prominente aus aller Welt hierher. Wer war das? Was können Sie da verraten? Das darf ich leider nicht sagen oder ich möchte es nicht sagen. Ja, da wird dann immer gebucht Mr. and Mrs. Meyer. Und ich habe dann schon schlaflose Nächte gehabt, weil es könnte ja der George Clooney sein. Es war aber dann die Agentur dann gesagt, no worries, it's not George Clooney. Also da war ich dann schon erleichtert. Ja. Das heißt, Ihr absoluter Lieblingsgast als Fremdenführerin hier in Wien, das wäre? Der George Clooney, ja. Ich glaube, da sind wir auf einer Welle. Das heißt, wenn der wirklich mal nach
Wien kommen sollte und sie bucht, rufen Sie mich an. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das machen wir schon. Eva, George Clooney, würdest du da mitkommen, wenn der auf eine Stadttour durch Wien kommt? Interessiert mich natürlich überhaupt nicht. Ja, George Clooney, bei diesen Wünschen schließe ich mich natürlich auch an. Wäre mal ganz interessant. Danke, Doris. Wir hören uns später noch einmal auch von einem weiteren versteckten Platz in Wien. Und dieses Kompliment gebe ich jetzt gleich weiter. Total schön, total unpeinlich. Das ist genau das richtige Stichwort für meine wunderbare Kollegin Doris Bachler. Sie ist heute als Fremdenführerin im ersten Bezirk unterwegs und hat, bitte schauen Sie, ihr Outfit auf die Hortensien im Hintergrund abgestimmt. Guten Morgen, liebe Doris. Nicht nur ich habe mich auf die wunderschönen Hortensien hier im Hof des Deutschen Ordens in der Singerstraße im ersten Bezirk perfekt abgestimmt. Nein, auch meine Interviewpartnerin, Fremdenführerin Elisabeth Wolf. Schönen guten Morgen. Wir passen da heute ja wirklich perfekt in diese Szenerie hinein. Guten Morgen. Wie abgesprochen. Wir befinden uns hier in diesem Hof, tatsächlich nur 100 Schritte vom Stephansdom entfernt. Einer der schönsten, einer der ruhigsten Innenhöfe, Ihr Lieblingsplatz hier im ersten Bezirk. Was macht diesen Hof so besonders? Absolut. Wir sind hier im Innenhof des Deutschen Ordens, ein Ritterorden, helfen und heilen. Alles macht diesen Ort besonders. Er ist alt. Alles, was wir sehen, ist alt. Die schönen Blumen, ganz besonders charmant. Die sogenannten Pavlatschen, kommt aus dem Tschechischen. Pavlatsch ist der Häusergang, der Gang. Und wenn man das tut, was ich meinen Gästen immer rate, schauen und vor allem hinaufschauen, dann haben wir hier einer der schönsten Blicke auf den Stephansdom. Wahrscheinlich auch einer der ruhigsten Blicke, weil sonst, wenn man davor steht, das Gewurl der vielen Leute oder der, jetzt in der Früh vor allem der Zuliefererverkehr, also das ist da wirklich, man hört eigentlich nichts, außer die Kirchenglocken zwischendurch. Magisch, genau, die Kirchenglocken und ein paar Vögel. Wo gibt's das sonst hier im ersten Bezirk? Aber nicht nur, das ist ein geheimer Ort, den Sie uns allen gerne empfehlen würden, der einen zweiten Blick wert ist. Es gibt viele Orte hier in Wien, wo nicht einmal Wiener oder Wienerinnen sich sagen, schaut, das habe ich noch nicht so gesehen, kenne ich gar nicht. Was gibt's da noch für welche? Innenhöfe. Überall hineinschauen, neugierig sein. Gassen, die Kleeblattgasse, die Ballgasse, ist eine ganz alte mittelalterliche Gasse. Alles im ersten Bezirk? Alles im ersten Bezirk und zum Beispiel auch der Heiligen Kreuzerhof ist auch ein ganz magischer Ort, gleich beim Fleischmarkt um die Ecke. Und Brunnen, auf das stehen Ihre Gäste ja auch so. Das bieten Sie eigene Brunnenführungen an. Was haben die Brunnen in Wien? Was macht die so besonders aus? Die Brunnen, es gibt einfach sehr, sehr viele schöne. Es gibt historische Brunnen, Trinkbrunnen, alte Brunnen, kunsthistorisch wertvolle Brunnen. Da auch einfach diese Stimmung, diese Magie des Wassers, das bringt einen immer ein bisschen in Urlaubsstimmung. Wir spielen Italien, wir spielen Venedig. Auch so ein geheimer Ort oder ein besonders schöner Brunnen ist der Andromeda-Brunnen im Innenhof des Alten Rathauses. Auch so ein Ort, wo man unbedingt einmal hineinschauen sollte. Sie haben es jetzt vorhin schon anklingen lassen, Italien. Man muss heuer quasi gar nicht unbedingt nach Italien fahren, um ein bisschen Italien-Flair hier in Wien zu bekommen. Wo soll man hin, um Italien hier in Wien erleben zu können? Viele schöne Orte, zum Beispiel mitten am Michaelerplatz gegenüber dem Eingang zur Hofburg. Römische Ausgrabungen, da sieht man noch das römische Wien. Karlsplatz ist ebenso ein magischer Ort mit der Karlskirche, die sehr viel mit Rom zu tun hat. Oder das Grabmal der Marie-Christine in der Augustinerkirche von Antonio Canova. Also auch das ein ganz besonderer Ort. Und so wie die Glocken des Stephansdoms jetzt wahrscheinlich auch zur Messe gerade läuten, das klingt so auch so ein bisschen nach Italien, ne? Absolut, auch das magisch. Und da gibt es ja auch Glocken, die zum Beispiel bis zum Barock zurückgehen. Aber es ist auch im Moment ein Moment, wo ich meinen Gästen sage, jetzt oder nie. Nicht nur die ruhigen Plätze haben es mir angetan, sondern wir haben auch so viele schöne Orte, die normalerweise überfüllt sind. Und ich sage, im Moment gehört Wien uns. Also ich würde zum Beispiel jeden raten, ins Schloss Schönbrunn zu gehen, ohne Warteschlange.
Mit ein bisschen Glück ist man vielleicht sogar alleine dort. Oder in den Stephansdom, wo wir gerade so schön die Glocken läuten hören. Oder am Dom hinauf. Also all das sind magische Orte, wo sie unter Umständen alleine sind. Und das ist schon so ein ganz besonderes Erlebnis. Also das muss man genießen in Zeiten wie diesen. Also Eva, hast du gehört, das Schloss Schönbrunn. Kannst du ganz alleine Sissi spielen, wenn du da jetzt ja, nach dem Dienst kurz runterschaust? Ja, ich überlege mir das nach Dienstschluss. Ich danke für diesen Einblick. Jetzt muss man gerade lachen, gell? Dort sind jetzt auch alle wach. Wenn der Stephansdom, wenn da die Glocken einmal läuten, da ist dann auch jeder, auf alle Fälle steht im Bett wahrscheinlich. Ja, wir schicken liebe Grüße in den ersten Bezirk. Wir hören uns dann später noch einmal. Wir schicken liebe Grüße nach Österreich und in die Welt, wo wir uns natürlich auch mit den massiv ansteigenden Corona-Infektionen beschäftigen. Andreas Pfeiffer ist gleich bei mir zu Gast nach Margit Laufer und der Zeit im Bild. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf meine Kollegin Doris Bachler. Sie ist wirklich schon die ganze Woche sehr fleißig für uns im Einsatz, war gestern im Prater unterwegs, heute in der Wiener Innenstadt, mitten eigentlich direkt beim Stephansplatz. Und sie ist auf der Suche nach schönen, vielleicht auch geheimen Plätzen, die man bislang noch nicht gekannt hat. Liebe Doris, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dich zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin hier gerade mal 100 Schritte vom Stephansdom in der Innenstadt unterwegs, im Innenhof des Deutschen Ordens in der Singerstraße. Einen guten Morgen. Ein Ort, an den mich Fremdenführerin Elisabeth Wolf geführt hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Für Sie ist das ein ganz ein besonderer Ort, ein versteckter Ort, ein magischer Ort. Was macht diesen Ort für Sie so aus? Ich denke, es ist einer der schönsten und magischsten Innenhöfe im ersten Bezirk in Wien. Die Natur, die Geschichte. Wir haben hier auch eine besonders schöne Pavlatsche. Pavlatsche ist ein tschechisches Wort und heißt Gang. Und wenn man hier dann verweilt und ein bisschen den Kopf nach oben richtet, dann haben wir hier einen der allerschönsten Blicke überhaupt auf den Dom, auf den Stephansdom. Ich glaube, so den Blick nach oben richten, das ist so und so das, was Sie jedem empfehlen, der schon meint, überall gewesen zu sein in Wien, aber vielleicht noch nicht alles gesehen hat. Was gibt's da noch so für Plätze, die Sie uns empfehlen können, geheime Plätze? Alle Innenhöfe grundsätzlich, der Heiligenkreuzerhof zum Beispiel, ist auch ein besonders schöner Ort. Und entlang der Singerstraße, wo wir gerade sind, einfach überall hineinschauen, stehen bleiben, sich umdrehen, nach oben schauen. Es gibt aber auch im Moment unter dem Motto, warum in die Ferne reisen, die Möglichkeit, unterschiedliche Nationen in Wien zu spielen. Da ist meine Liebste und die am stärksten vertreten ist, Italien in Wien. Man kann zum Beispiel vom Karlsplatz, der sehr viel mit Italien zu tun hat, über die römischen Ausgrabungen mitten in der Stadt sich anschauen, das Grabdenkmal der Marie Christine in der Augustinerkirche von Antonio Canova, einem ganz berühmten Italiener, und vieles mehr. Oder man geht einfach nach Griechenland, in die griechische Kirche zum Beispiel am Fleischmarkt im ersten Bezirk, die russische Kirche im dritten Bezirk. Also Wien hat in Sachen unterschiedlichen Nationen sehr viel zu bieten. Dann am besten dann nach der Italien-Tour auf einen Espresso oder nach der Griechenland-Tour auf einen Souvlaki. Und dann hat man das Ganze auch eingeatmet und braucht, wie Sie schon erwähnt haben, gar nicht heuer im Sommer unbedingt weit wegfahren. Was für Sie auch noch das Besondere ist, das ist, dass man Wien vor allem diesen Sommer oder jetzt in dieser Zeit ganz besonders erleben kann, selbst wenn man hier wohnt. Warum gerade? Einerseits die geheimen Orte, die wir schon besprochen haben, und andererseits lautet im Moment mein Motto, jetzt oder nie. Wien war noch nie so leer. Es ist natürlich des einen Leid, des anderen Freud. Aber für uns als Fremdenführer ist es schön, zum Beispiel einfach jetzt einmal allein im Schloss Schönbrunn zu sein. Allein im Schloss Schönbrunn. Ja, ich glaube, allein im Schlosspark Schönbrunn ist meine liebe Kollegin die Eva, und bei mir fangen jetzt gerade, deswegen war ich kurz irritiert, die ganzen Glocken zu läuten an. Die Messen gehen hier los im ersten Bezirk. Eva,
Schloss Schönbrunn, was für dich für nach der Arbeit? Ja, ich muss da unbedingt hin, du sagst es. Ich freue mich vor allem. Danke, Doris. Du kommst ja auch morgen in unsere Nähe. Die Doris meldet sich nämlich morgen aus dem Tiergarten. Mit dem neuen Direktor wird sie da über Plätze im Tiergarten sprechen und was dort so los ist. Wir schicken sie jetzt in diesen Tag, der heute ein bisschen wechselhaft begonnen hat und auch bleiben wird. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, da ist alles dabei. Turnen Sie nach 9 unbedingt mit und ich freue mich auf Sie morgen aus dem Tiergarten hier aus Schönbrunn, letzter Tag. Ich freue mich, Baba.